Das ist die neue Begrüßung bei uns. Ja, anders wird das hier nicht mehr gemacht. Nein. Lass es geschehen, du bist. Komm! Zu einer neuen Folge. Clash of Clans. Heute sind wir mal wieder beim Rathaus 12er unterwegs. Der Boost ist fast ausgelaufen. Ja, die letzten paar Minuten nehme ich noch auf. Alter, das waren halt zwei Schmacker waren nämlich dabei. Hier, die Boys hier. Also der Angriff hier und der Angriff hier, die waren ja ordentlich saftig, ne? Plus 300.000 Loot dann nochmal dazu, 7.000 Dunkles. Boah, kann man mal mitnehmen, ne? Ich finde aber auch, muss ich ehrlich gestehen, Farmen auf den höheren Rathäusern ist echt einfacher als auf den niedrigeren. Also gerade, wo es um Dunkles geht, ne? Gibt ja viele, ich habe ja schon viele Rathaus 9er fertig gemacht und auch viele gesehen, die als Rathaus 9er gesagt haben, ah, Labi, wie farm ich da am besten Dunkles, ne? Und für mich ist immer noch am besten Dunkles farmen bis Kristall 1 hoch und dann runter wieder auf Gold 1. Dann wieder hoch mit Kristall, ne? Mit starken Armeen hoch, so was einem halt beliebt. Und mit Kobolden halt ganz normal wieder runter und dann nur Sammler farmen. Das ist halt ein bisschen Farming, aber dafür braucht man keinen Boost, zum Beispiel für die Kobolde, weil die sehr schnell fertig sind und man kann öftere Angriffe hintereinander machen, weil man ja nicht so viele braucht. Wäre er jetzt hier, der Kollege, hätte er jetzt mehr Loot, würde ich ihn kaputt machen komplett. Und ich bereite gerade ein Video vor, in dem ich den Leuten da draußen mal ein bisschen erkläre, warum man Inferno-Türme auf Single-Target stellt und nicht auf Multi-Target. Da kommt bald ein schönes Video zu. Den setzen wir ganz weit hinten an. Das nehmen wir hier einmal muten. Wir müssen leider den Frost einmal dafür nutzen. Leider. Dann geht's ab in die Mitte. Da wird dann nochmal ordentlich gepumpt hier. So, und jetzt gib Omme, Leute. Go, go. Ihr seid direkt neben den Dings da. Neben der Adler, also macht was. Aids werfen wir einfach mal hier irgendwo random rein. Ist eh nicht mehr viel über. Bei dem fehlt irgendwie eh ein Inferno-Turm. So, die Queen mal zünden. King stirbt eh gleich. Oder können wir ihn noch vor dem Untergang retten? Das ist natürlich jetzt, das ist wieder so ein wunderschönes Beispiel für euch, wie man mal richtig sehen kann, wie übertrieben der Loot sein kann in diesen oberen Ligen, ne? Also das ist krass. Das ist einfach nur gestört. So, und jetzt haben wir natürlich, man denkt immer, oh, ne, das Gold ist aber ein bisschen wenig, ne? So 456.000. Das ist richtig viel. Wenn man das hier plus rechnet und weiß, ich habe keine Kosten für Einheiten, außer den Ballon für 80.000, glaube ich. 80.000? Wie viel kostet der? 80.000, glaube ich, ja. Das ist hier einfach mit drinne. Das heißt 4, 5, 6, 656.000 haben wir Gold gemacht. Einheiten kosten mich 361.000. Ne, ist hier fast schon mit drinne. Hier wird ein bisschen von abgezogen. Knapp 500.000 oder 500.000 ist plus. Plus 6.000. Ich runde das einfach auf. Plus den, ne, 8.000 Dunkles. Also, ich weiß ja nicht. Mit einem Angriff 8.000 Dunkles. Ist schon easy. Das ist schon easy. Das kann man mal einfach so stehen lassen. Dann sind, ich weiß ja nicht, wie viel hat euer Clan, wie viel hat der geschafft an Sachen machen in den Clan-Spielen. Wir sind durch. Schon, ich glaube, zweiter Tag oder so waren wir durch. Meine süße MH-Base ist langsam auch fast maxed, also weil ich jetzt angefangen habe, natürlich noch die restlichen Wände zu machen. Sind nicht mehr viele. 16 Wände sind es noch.
Hier unten wird jetzt erst nochmal zugemacht mit den ganzen Wänden und dann kommt hier oben der Rest. Ich hoffe, dass bis dahin die MH-Base dann noch nicht kommt, weil dann sieht das schon cooler aus, wenn das alles maxed ist. Aber sonst ist ja alles durch bei dem Shit hier. Also bin ich mal gespannt. MH9 wird bestimmt auch richtig cool. Da werde ich dann bestimmt auch wieder Layouts zu Basen machen und so ein Shit. Da kommt ordentlich wieder was. Mal gucken, was die neue Einheit... Was ist die neue Einheit, genau? Könnt ihr mal spekulieren, Leute? Was denkt ihr, wird die neue Einheit sein? Habt ihr da eine Idee? Schreibt das mal in die Kommentare. Das wäre mal gut zu wissen. Muss mal ganz kurz was lesen. So, okay. War nur eine E-Mail von YouTube. Nichts Schlimmes, liebe Leute. Gottes Willen. So. Wir haben die Queen und den Warden am Start. Das dauert noch 12 Minuten? Hä, der eine ist doch fertig. Hä, wo stand da 12 Minuten? What the fuck? Voll buggy das Game, ja. Voll buggy das Game. Wollen wir mal ohne Klamburg losgehen? Können wir eigentlich auch machen, ne? Weil wir haben ja einen dabei. Ja, komm, gehen wir ohne Klamburg los. Es wird auch ohne Klamburg gehen. Wir haben den Warden und die Queen dabei. Und jetzt suchen wir. Oh, ich hoffe, das wird auch nicht zu krass mit den... Mit dem Scheiß, mit den scheiß Wolken, weil damals war ich auf 4600, glaube ich, Trophäen oder so ein Shit. Und da wurde das halt übelst AIDS, ne? Das mit den Clouds hat ja angefangen und ich weiß noch, wo ich Videos machen wollte. Ich musste jedes Mal das Video unterbrechen an einer Stelle und dann später zusammencutten, weil wir halt keinen Bock hatten auf die Wolken. Also die Clouds waren schon richtig AIDS da damals. Ich hoffe, das passiert hier nicht. Hier würde ich gerne reingehen. Ah, mein Auge. Das Problem ist nur... eigentlich ist es gar kein Problem. Das Problem ist... Ich will von hier reingehen, weil hier seine Dings ist. Tun wir das. Leider hat die Maschine nicht die Wand aufgemacht. Shit, das war zu spät. Das Gute ist, also warum ich eigentlich reingehe, ist, wir werden jetzt hier die Loons freezen. Guck mal, habt ihr das gesehen? Wenn seine, schwöre ich euch, wenn seine fucking Inferno-Türme auf Multi, also auf Single gewesen wären, dann hätte er mehr hingekriegt. Ja, wir haben unsere 2 Sterne gekriegt, aber wir hätten noch mehr Elixier. Hier ist noch ein bisschen Elix drin, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie diese Ottos fliegen und ob hier noch irgendwo schwarze Minen sind. Wenn einer jetzt rüberfliegen würde in die Mitte, wäre das geil. Aber die sind beide an dem Haus. So kann die Flugabwehr noch gut arbeiten. Das ist schade. Bevor der einen Schuss rauskriegt, ist der tot. Weiß man irgendwann einfach. Auch das Target-Ding von dem Vieh ist halt schon wieder komplett dumm, ne? Warum fliegt er von hier darüber, anstatt hier ranzufliegen? Naja, ist egal. Man kennt es nicht anders. Die Viecher sind halt richtig dämlich. Aber wir haben wenigstens noch 5000 Dunkles bekommen. Plus, ne? Da haben wir, ja, knapp 100.000 bisschen gequetschte Plus gemacht. Und hier Gold ist wieder über 500.000. Also, hey, was soll's. So. Einheiten fertig machen.
Maschine ausbauen. Aber man merkt schon, der Level 2 Slammer fühlt sich nicht so stark an wie der dritte. Wie der auf Level 3. Das muss man mal ganz einfach so zugeben. So, wir müssen mal unsere Burg voll machen. Dann war es das auch erstmal mit dem Farming hier. So, jetzt gehen wir aber noch in unsere Clanspiele rein und schauen mal an, was wir mitnehmen. Das Ding ist, ich würde am liebsten noch gar nicht meine Belohnung rausholen. Das Problem ist nämlich folgendes. Die Clanburg wird ja damit gefüllt. Ich verliere zwar so gut wie nichts davon, aber ein Bauarbeiter ist erst in 1 Tag und 12 Stunden fertig. Das ist der Inferno-Turm. Der hier geht jetzt schon auf 5 und die beiden sind bald durch. Jetzt ist die Überlegung, nämlich, ich möchte bald meine letzten beiden Armeelager auf Max-Level bringen. Das heißt, wenn der Inferno-Turm in einem Tag fertig ist, geht ein Armeelager hoch. Okay? Bis dahin muss ich gucken, dass ich nicht so viel Gold habe und so ein Shit. Das ist immer schwierig. Also auf jeden Fall Trainingstränke mitnehmen. Wenn man sich hier zwischen den entscheiden sollte, solltet ihr auf jeden Fall 2 Millionen Loot mitnehmen. Dann solltet ihr wieder den Trainingstrank mitnehmen. 2 Millionen Gold auf jeden Fall. Hier nehme ich die Rune, weil ich die für die MH-Base benötige. Und das Universalbuch würde ich mitnehmen. Weil man kann egal was sofort beenden. Das ist so das, was ich mitnehmen würde. Und mache ich auch. Scheiß drauf. Wir nehmen es einfach mit. Rein in the Burg. Ja, ist ja noch nicht ganz voll. Da haben wir noch ordentlich Platz. So, dann gehen wir nämlich mal runter zu der MH-Base und werden hier einmal das Elixierlager auffüllen. Dann haben wir nämlich wieder eine neue Wand fertig. Und dann müssen wir nur noch ein paar Angriffe machen und hier auch. Und dann haben wir schon wieder die nächsten zwei Wände durch, weil mir ist es egal, ob ich das vielleicht für die MH9 oder, nee, 9 bräuchte oder nicht. Scheiß drauf. Das ist für mich erstmal wichtig, dass ich die Wände fertig habe. Und hier geht es das nächste Mal weiter. Das war Rathaus Level 12. Wir werden uns, glaube ich, im nächsten Video bei 10 wiedersehen. Da muss ich auch noch farmen. Deswegen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.